Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Enshrouded. Wir waren das letzte Mal in der Nomaden-Anhöhen-Wegwarte und ich bin jetzt per Schnellreise wieder nach Hause. Räume jetzt mal ganz kurz das Inventar nochmal auf. Geht ja glücklicherweise relativ schnell, da wir eigentlich alles wegsortieren können müssten. Eigentlich. Wir schauen einfach mal, ob das auch wirklich klappt, was ich hier so vorhabe. Sieht bis jetzt aber schon mal gut aus. Ah, erstmal Werkbank, Sachen reparieren. Dann machen wir die Schmelze für den Schmied, die hat er sich ja gewünscht. Die können wir, müssten wir jetzt auch wirklich mal fertig machen können. So, zack, zack. Dann kommt hier Bogen und Zauberstab rein. Ich mach diese komischen Zauberschriftrollen auch mal auf Munition. Ach so. Ich glaube, das passt schon. Was hatte ich da jetzt noch? Warte mal, was war das? Ich habe da jetzt noch tierisches Kram und Barren. Oh, Barren. Stimmt, ich habe noch gar keine Bronzebarren zugeordnet hier, ne? Bitteschön. Spiel. Ah, und hier sind wir einfach voll. Ich bräuchte eine eigene Kiste für Lebensmittel. Also für Fleisch, ganz eindeutig. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz sagen, das schieben wir mal ganz kurz dazwischen. Ich kann mir zwar jetzt hier vor Ort direkt noch mal eine Kiste machen, habe ja alles dafür da. Aber ich habe in unserem alten Zuhause auch noch die ganzen Kisten in der Kiste. Das heißt, also die winzigen. Hier, davon nehme ich mal eine mit. Dann benutze ich die fürs ganze Fleisch. Dann gucken wir einmal ganz kurz beim Alchemisten, was dieser ewige Feuerball kostet, weil das klingt schon witzig. Ewiger Feuerball. Oh, ewiger Eisbolzen. Und dient als unendliche magische Munition. Oh. Den will ich haben. 30 fossiler Drachenstaub. Ammoniakdrüse. Den will ich haben. Den will ich haben. Das ist ja geil. Kann ich mir bei dir auch die ewigen Knochenstaubdinger machen? Wahrscheinlich nicht, da ich dir immer noch keinen Mörser und Schlüssel besorgt habe. Aber wie geil ist das denn bitte? Ah. Kettenblitz. Ja. Yeah. Wir kommen noch ins Geschäft, glaub mal. Das ist ja geil. Und er hat uns ja sogar noch eine Quest gegeben für irgendeinen anderen ewigen Zauber. Wäre ja natürlich geil, wenn ich mich niemals um irgendwas kümmern müsste. Dann noch ein bisschen mehr Mana dazu. Beziehungsweise mein Stab, ich weiß gar nicht, ob der das von der Haltbarkeit her gut verkraften würde. Ah, das ist ein anderes Thema. So, erstmal machen wir hier eine Kiste. Für Fleisch. Nennen wir es Kühlschrank. Auch wenn es kein Kühlschrank ist. So, Fleisch, 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 Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Hat da Harz, kann ich nochmal bei den Bäumchen zwischenpacken. Wir haben so einiges an spannenden Sachen. So, wir machen jetzt erstmal die Schmelze. Das ist vielleicht doch mal ganz wichtig. Falsch. So, und zwar benötige ich dafür auf jeden Fall 50 gebrannte Ziegel. Komm mal her. Müssten wir ja locker haben. Vielen Dank dafür. Was brauche ich noch? Ha! Check! Wir haben eine Schmelze! Die muss ich definitiv noch stilvoll platzieren. Herstellen.
Rezepte. Kannst bis jetzt nur Kupferbarren machen. Mit Kohle und Kupfererz. Ja gut, haben wir jetzt noch nicht so viel. Aber haben wir. Schmelze, Kohlebrennofen. Ah, guck mal. Miedewerkzeuge. Wir könnten uns aus dem Bronzewasser erarbeiten. Aber leider keine Spitzhacke. Das hätte ich ja schon gerne genommen. Uns fehlen Schmiedewerkzeuge dafür. Ah. Hellset, diverses. Ah, die ganzen Einrichtungsgegenstände habe ich mir bei dir jetzt hier freigeschaltet. Ah, Schmelzsiegel. Kann ich mir jetzt sogar selber herstellen. Na, gut. Looking good. Sieht gut aus. Ja. Leider habe ich jetzt nichts mehr, was ich machen kann. Ja, erreiche die Hauptstadt. Kann ich jetzt ja nicht mehr machen. Dann holen wir jetzt seine Kiste mal irgendwo ran. 400 Meter? Wo ist die denn? Im Süden? Ach, da! Wow, die war quasi da, wo wir uns die Fachwerkblöcke geholt haben. Holen wir die mal. Mit ganz viel Glück sind da jetzt nämlich diese Schmiedewerkzeuge drin. Das wäre natürlich schon ziemlich geil. Natürlich fände ich dann ein paar Bronzebarren auch noch geil dazu, aber man muss ja nicht gleich alles haben, ne? Einfach nur diese Richtung. Ohne durch das ganz böse Miasma. Ich mache das jetzt auch irgendwie mit einer Nacht, da ich schon wieder komplett verpeilt habe, mich irgendwo hinzulegen. Cool. Oh, Leute! Ich brauche ein bisschen Miasma-Sporen. Ihr schon mal hier seid? Ah, da sind noch welche. Wunderbar. Hat er. So, weiter. So ein paar Sporen können wir ja gerade echt gut gebrauchen. Aber die Fackel. Das ist noch das recht harmlose Miasma. Aha. Oh, er steckt im Boden. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist aber witzigerweise das erste Mal, dass ich so eine Art Bug drop. Scheinbar lebt er noch. Witzig, sie haben wohl keinen Platz, um zu sterben. Können nicht sterben, weil kein Platz dafür ist. Verrückt. Ja, nehme ich so hin. Okay, die Schweinchen sind böse. Gut, haben die werten Miasma-Bewohner auch bemerkt.
Ach, hier haben die Schweine gewohnt. Okay. Gefunden! Stirb. Darf ich jetzt die Kiste? Teerbogen. Oh, schade. Na gut, jetzt haben wir uns die Sachen auch mal geholt von ihm. Das ist doch eine super Sache. Jetzt würde mich mal interessieren, was es uns kosten würde, die Flamme aufzuwerten, damit wir unseren Miasma-Spielraum mal erweitern können. Stärke die Flamme! Haben wir alles da. Wow. Ist nicht so schwer. Funken, Plünderer Mutterkopf. Zack. Stärke die Flamme! Auf Stufe 3! Woo! Stärke die Flamme. Schleim. Bernstein, Kupfererz. Aber wir haben unser Miasma-Bereich jetzt mal erweitert. Okay. Das ist gut. Wir gucken gleich mal draußen, was wir machen können. Das muss ich, würde ich gerne wieder. Wie kann es sein, dass das Inventar nach so wenigen Metern schon wieder so voll ist? So, warte mal, ich sortiere hier mal kurz. Die Bögen alle nach unten. Jägerbogen Stufe 7. Den kann ich definitiv mit bestem Gewissen entsorgen. Wir haben so viel Knochen. Oh, die packe ich mal beim Holz mit rein. Das passt schon irgendwie. Die Kiste hier war voll, ne? Oh, nein, war sie nicht. Entspannt. Gut. Ich würde einfach mal sagen, dann machen wir einfach mal die nächste Quest von dem nächsten NPC. Leider ist das mit dem Spiel, wie gesagt, das hat sich erledigt. Ein ewiger Zauber. Finde den Ewigkeitszauber. Oh, Belohnungen. Warte mal. Das ist doch ein Eisding, oder? Wo ist das? Warte mal, welche Richtung? 2300 Meter Südosten. Hier. Oh. Wir gehen jetzt Miasma. Ich nehme Trank mit. Ausnahmsweise mal. So. Ja gut, dann holen wir uns doch mal kurz diesen ewigen Zauber, den er uns da versprochen hat. Also dem Miasma hier konnten wir sowieso schon laufen. Ich würde mal schauen, dass ich bis zum Ende der Folge vielleicht doch mal aus dem Fenster gucke und schaue, ob wir jetzt neues Miasma haben. Zum Beispiel das da hinten in der Wüste, da kommen wir immer noch nicht rein. Das ist noch ganz böse rot. So, dann trink erstmal ein Tränkchen. Ihr habt meine Waffe nicht anständig repariert, egal.
So schlimm kann es nicht werden. Hey! Let's go! Ach da! Letzten Grab gab es Spinnen. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Ah, jetzt wäre so ein Irrlicht gut gewesen zum Ausprobieren. Feuerempfindlich, aber trotzdem One-Hit. So, kein Grund sich zu beschweren, ne? Brennt aber gut. Das weiß ich. Zombies, okay. Lebende Tote, Zombies ist vielleicht auch sehr speziell. Warum Jasper hat resetten? Das tut nicht nur. Hä? Ach so, du bist mein eigenes. Ja, ja, ja. Ach, das war's schon? Ewiger Eisbolt zu Stufe 6. Ich quasi ewig. Der macht mehr Schaden, kostet auch gut mehr Mana und braucht ein bisschen länger zum Wirken, aber dafür habe ich halt unendlich Munition. Das ist schon ziemlich geil. Okay, unser erster Ewigkeitszauber. Auch wenn der andere ewige Eisbolzen definitiv gar nicht so unrealistisch ist für uns zu erreichen. Witzigerweise. Gehen wir wieder raus. Das Thema hat sich ja erledigt hier. Spektakulär. Oh, schade, ich hätte jetzt mehr erwartet. So, ich müsste aber irgendwo aus dem Miasma raus, damit ich hier wegkomme. Das heißt, immer nach oben, das ist immer eine gute Idee. Naja, Miasma-Flüssigkeit kann ich auch mal wieder gut gebrauchen. Ich habe hier mittlerweile ein paar Anwendungsbeispiele dafür. Okay, das sieht cool aus, das gucken wir uns auch an. Ganz eindeutig. Hallöchen. Jemand zu Hause? Oh, hi. Versporen. Passt schon. Da waren noch mehr draußen, aber egal.
Schüsse, ja. Ich auf dem Dach. Ah, ich kann auf dem Dach atmen. Perfekt. Von hier aus kommen wir dann weg. Schön. Oh, ersten Zauber erledigt. Wollen wir den seinen Mörser auch noch holen? Dann machen wir jetzt Alchemistenkram. Finde ich gut. Alchemist. Die Gerüchte vom Alchemisten. Stell den verbesserten Greifhaken her. Ja, okay. Und der Mörser? Welche Richtung? 1400 Meter? Da lang, wo ich hingucke. Ich sehe es nicht. Zeig's mir auf der Quest. Auf der Map. Hier. Ja, gut, da kommen wir von der Düsterdickicht weg, war da ganz gut hin. Dann schauen wir auch gleich mal, ob wir das Miasma im Düsterdickicht jetzt auch nutzen können. Also, was heißt hier nutzen, ob wir da jetzt durch können? Das wäre jetzt relativ cool. Jawoll! Es ist nicht mehr rot. Schön. Auch total cooles Feature, dass das so angezeigt wird. Das heißt, eigentlich, wir haben hier auch nichts mehr zu verlieren. Nice. Inventar? Passt schon. Boah. Ob das mit der Ausdauer passt? Das sehe ich gerade etwas kritischer. Obwohl, doch, passt. Also rechts, da rechts ist auf jeden Fall die Brücke, über die wir das erste Mal zu der Wegfahrt rüber sind. Ach, schön. Okay. Ledermäuse? Immer mal wieder was Neues. Finde ich schön. Blümchen. Du hast einen Giftsack für mich, oder? Wohl, Feuer ist nicht sehr effektiv bei dir. Wie ist das Eis? 95. Doch effektiv. Ich meine, bei der letzten stand immer wieder stand, als ich mit Feuer drauf geballert habe. Fähigkeitspunkt. Oh, wir haben 3 Stück wieder. Nice. Ich glaube, wir hatten sogar einen Skill, auf den ich gerade gespart hatte. Ich glaube, das waren sogar 3. Was haben wir denn hier Schönes? Eine alte Festung. Bisschen sehr ramponiert. Gleich ganz oben, dann können wir gleich mal nach unten. Es hatte nämlich auch einen Keller. Oh, ein helles Irrlicht, super. Sieht auch aus wie so ein Alchemistenturm hier. Ah, jetzt geht's in den Keller. Einmal dieses Gebäude hier abschließen. Ich finde das gerade cool. Gut, ich bin mir auch nicht sicher wegen Abschließen, ob ich jetzt alles genauestens unter die Lupe nehme. Aber vieles. Oh. Hier ist
wieder Schutt ohne Ende. Sehr schön. Hose des Bogenschützen. Okay, ist das hier eine Wand? Nö. Eine Tür, nicht Wand. Eine Wand war's. Alles voll mit Blitzfledermäusen? Verrückt. Okay. Weiter im Text. Elffetzen, okay. Schon wieder so ein Grab unten drunter, ein richtig großes. Ich glaube, da hinten ist der Endlot. Ich habe ihn gesehen. Oh! Lehrlingszauberstab. Ach, wie süß. So, mach mal Licht an, sonst nehme ich gleich das Irrlicht, ja? Danke. So, du bist der Endlud. Was gibt's? Meisterhafter Streitkolben. Weißt du was? Verschwinde in Runen, genauso wie der Zauberstab. Passt schon. Ist das Müssel oder das Leuchtzeug? Leuchtzeug. Okay. Hey, Dietrich. Hey? Hirte des Donners, Stufe 11. Naja. Runet. Achso, ich habe noch was Komisches hier. Rostiges Kurzschwert, zerlegen. So, hier geht's wieder raus. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Genau. Schön, dass wir uns mal wieder erfolgreich haben ablenken lassen. Also ich mich, ne? So, wir wollten die Quest vom Alchemisten weitermachen. Oh, ab durchs Miasma, ne? Giftpflanzen mit... Oh, hier kriege ich die Miasma-Säcke her. Ah, sehr schön. Ich weiß zwar gerade nicht mehr wofür, aber irgendwo brauchte ich 20 Stück für. Wann laufe ich die hier? Die nehme ich gerne, gerne. Gerade pflücken? Ah, Flüssigkeit wieder nur. Ist okay.
Man muss ja mal gucken, ob vielleicht irgendwas Neues ist, ne? So. Standort oben. Ja, dann brauche ich nur noch einen Weg, der noch rumführt. Ey! Ich bin deine Sporen. Komm ich hier hoch? Ich habe ja noch genug Zeit, ne? Was bist du? Bernstein? Tatsächlich! Oh, jetzt habe ich jedes wertvolle Material im Düsterdickicht doch schon gefunden. Cool. Toll. Bernstein? Okay, jetzt haben wir das auch einmal. Habe ich auch schon gesehen, dass wir das für irgendwas gebraucht haben. So, was sollten wir jetzt überhaupt machen? Tagebuch. Finde den Mörser Alchemisten, um weitere Rezepte freizuschalten. Erst im Alchemistenturm. Gut. Bist du das hier? Bist du der Turm? Ah, da ist noch eine Pflanze. Komm her. Wow. Die hat jetzt aber widerstanden. Herbo. Okay. Ich sagte. Ich sagte, lass los. Ich habe ihm gesagt, er soll es sein lassen. Ich habe es, das habe ich doch gesagt, oder nicht? Der Familienfluch hat sie tatsächlich geholt. Es war nicht ich, es war der Fluch. Langsam hat er sich Wilma einverleibt. Und jetzt auch Kasper. Ich sagte ihm, er soll das Schwert lassen. Ein Kampf, ein Blitz. Und Kasper fiel lautlos zu Boden. Ich schüttelte ihn, keine Reaktion. Er liegt unter dem Familienbaum neben Wilma und hält das verfluchte Ding fest. War es jetzt eine Einladung zum Grabplündern? Hat sich so angehört, oder? Unter dem Familienbaum. Ist der Familienbaum? Frage. Also irgendwo haben wir eine verfluchte Blitzwaffe unter irgendeinem Baum, den wir einer Leiche abnehmen können. Also das Schwert, was wir einer Leiche abnehmen können. Ihr seid... Nee, ihr seid wieder elf. Gut, das ist wieder... Profikampftaktik. Aber funktioniert. Einfach was anderes. Der hat einfach. Der hat ja wirklich viel ausgehalten. Na komm, das Schild kann weg. So. Ich habe nur noch 3 Minuten hier in dem. Ei.
Oh, 10 Feuerball 2. Oh, schön. Ich befürchte gerade, dass ich mich hier zeitlich komplett in eine unschöne Situation begeben habe. 2 Minuten? Klingt nach nicht so viel Spielraum. Ah, aber warte, wir sind hier. Der Turm selbst müsste oben atmen können. Ah, ich kann hier schon atmen. Ja, gut. Zeitlich kein Problem. Wird wahrscheinlich wie mit der Jägerin sein, dass wir den Mörser hier gar nicht finden. Die hat uns wegen ihrer Spindel die auch immer weggeschickt. Da ist der Schlüssel. Tada, Mörser. Ich hab mich halt für einen anderen Weg entschieden. Ist okay. Krieg ich hier zufällig Bronzebarren raus? Nee, ne? Wahrscheinlich im besten Fall nur Kupfer. Scheinbar mache ich damit aber nur mein Schwert kaputt. Okay. Miasma Resetzeit. In einem Bereich, wo gar kein Miasma ist, vielleicht ein bisschen überflüssig. Ah, Rucksack ist voll. Das ist ja ärgerlich. Gleiter. Ich mochte die Vögel schon immer, wie sie mühelos im Wind fliegen. Den Horizont in diesen schwierigen Zeiten umarmen. Zu entdecken, was immer man sucht. Frei von allen Verderben, was sich am Boden ausbreitet. Welch wundersame Reise. Könnte die Menschheit den Himmel vielleicht erobern? Ich werde einen Gleiter bauen und von hier aus zu den Hügeln reisen. Irgendwie werde ich schon unter den Blauherren landen. Ja, wir haben ein paar Problemchen hier. Löschen. Löschen. Oh, Funken! Komm mal her. Wie viele Funken gab's? 2. Lesen. Über den Schrein der Flamme. Eine ziemlich abenteuerliche Landung, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Immerhin habe ich einen Schrein der Flamme gefunden. Ich nehme an, dass die Erbauer nach ihrem Tod Funken hinterlassen. Ihr Licht vereint sich mit der Flamme und bringt sämtliches Wissen, das sie zu Lebzeiten gesammelt haben. Manchmal ruhen sie jedoch in diesen Schreinen, auf den Klippen oder in weit entfernten Höhlen. Welche Weisheiten verbergen sie? Und wie kommt man von hier aus wieder hinunter? Weiter so. Ja, mit dem Gleiter. Mit dem du hier hingekommen bist. So. Der Familienbaum würde mich jetzt noch reizen. Habe ich dafür eine Quest bekommen? Namener Fluch. Den holen wir uns noch. Das interessiert mich halt zu sehr. Los?
Scheinbar nicht. Best. Und du hast besagt, dass eine verfluchte Klinge zusammen mit ihrem früheren Besitzer im Distelsand begraben liegt. Du wirst den Toten, die auf dem Friedhof ruhen, einen Gefallen tun, wenn du diese... Ach, auf dem Friedhof. Ah, wahrscheinlich muss ich hier rein. Ja, ja, gut. Das hätte ich mir fast schon gedacht. Oder? Noch mal kurz Platz im Rucksack machen. Auf was kann ich denn noch ganz gut verzichten? Holzscheite. Salz kriegen wir relativ entspannt. Müssel, so. Durchsuchen. Hagelgeisel. Level 11. Zack. Erledigt. Oh, ein Heiltrank. Na egal. Wir sind hier eigentlich soweit durch. Wir bringen den Mörser jetzt mal zu Balthasar zurück. Wir sind bei 42 Minuten. Oh nein! Warte mal, wo soll ich den platzieren? In der Basis ablegen, ganz entspannt, okay. Das ist nicht die Basis, wo der Alchemist ist. Ich hoffe mal, das passt trotzdem. Wenn ich ruhig den Alchemisten schicke, ich vielleicht nochmal mit hier rein. Das ist ja kein Problem. Wow! Bisschen groß, ne? Ach komm, ja. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Hab ich es gar nicht gesehen, ne? Aber eigentlich müssten wir was zerstößeln können. Das würde Sinn ergeben. Ah, einen Mahlstein können wir noch machen. Der fehlt auch noch. Ah, hier, Mörser. Leuchtstaub und Insektenstaub. Jetzt kann ich mir auch selber einen neuen Mörser machen? Okay. Das muss meine Schleifsteine nochmal hinstellen. Fossiler Knochenstaub. Okay. Das können wir ja ganz gemütlich machen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mal... Oh! Das neue Quest, was? Was willst du? Wir brauchen eine Tischsäge. Wir brauchen wirklich eine Tischsäge, um mein Repertoire zu erweitern. Du kannst eine aus Sägeblättern herstellen. Überraschung, ich habe meine Sägeblätter immer aus der Dornfeste besorgt, bevor... Naja, du weißt schon. Oh. Mittelgroße magische Truhe. Oh, da könnte ich natürlich richtig mit abspeichern. Ist ja geil. Ach, für den Gleiter braucht ihr mir erstmal Säcke. Guck mal, jetzt fehlen mir nur noch Leinen. Wo ich nicht mal weiß, wo ich die herkriege. Habe ich hier? Nö. Vielleicht bei einem anderen? Also wenn mir nur noch Leinen fehlen für den Gleiter, das kann man ja schnell machen. Und dafür fehlt mir eine Miasma-Seele. Was haben wir da? Ja, komm, wir machen mal kurz einen besseren Haken. Räum kurz auf. Müsste reichen. Du machst mir mal schnell eine Miasma-Seele. Da. Dann rüste ich meinen Haken einmal aus. Ab.
Du machst mir den besseren draus. Verbesserte Greifhaken. Haben wir die nächste Quest von dem auch gleich erledigt. Genau, für den Gleiter fehlen mir halt Leinen. Leinen, nur Leinen. Miet wird definitiv nicht die richtige Adresse dafür sein. Ich dachte mal, kann mal kurz gucken. Okay. Obwohl, das klingt für mich eher nach der Bäuerin. Kommt mal alle hierher, ja? Was willst du? Kessel für eine Frau. Herstellen. Kannst du leihen? Nein. Kessel für eine. Ah, schön, dich zu sehen. Hör mal, ich würde gern für unsere Mannschaft kochen und die Stimmung heben. Eine Feuerstelle mit einem Kessel würde helfen. Aber ich habe meinen einem Freund gegeben, als sich unsere Karawane trennte. Es war auf dem Weg zu Leuchtenstein. Vielleicht könnten wir ihn zurückverlangen. Gut, das ist die Hauptstadt. Okay. Bärchenhafte Zeit. Ah, die Süße erinnert mich an das botanische Paradies. Bevor ich vor der Dürre mein Zuhause nannte. Wir kamen gerade so über die Runden, während andere Städte angeblich im Überfluss lebten. Irwurzburg zum Beispiel war für seine Reichtümer bekannt. Selbst ihre Müllhalden gingen von Schätzen über. Schade, dass die Dorfbewohner ein bisschen verrückt geworden sind. Sie haben tollen Erdbeerwein produziert. Ich frag doch mal bei der Jägerin. Vielleicht ergibt sich das mit den Leinen noch. So ein Spinnrad vielleicht müsste ich nochmal herstellen oder irgendwie so, falls es sowas gibt. Mal hier, da war es mit Produktionskram. Achso, Trockengestell, ja, gut. Hast du noch was? Hier? Wird sich uns in der Zukunft noch zeigen. Questtechnisch sind wir jetzt aber schon wieder relativ gut aufgeräumt. Tagebuch. Tischsäge, damit können wir dann größere Kisten machen. Das ist aber Richtung. Müssen wir mal gucken. Dornenfeste, wo auch immer das ist. Die Spindel könnten wir nochmal machen. Handspindel. Damit dürften wir vielleicht Leinen freischalten. Ja, gut, dann haben wir wohl als nächstes ein paar Quest-Dates mit der Jägerin. Gott, irgendwie müssen wir mal wieder weiterbauen, aber die anderen Sachen fesseln mich gerade auch wieder so sehr. Ha, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.